blues is a sound that has to do with peace. That's my interpretation of a blues. So you can have a blues without listening to blues. It's just the words of peace. Mm-hmm. Wer Blues hört, wird sich verdammt nochmal Gedanken machen, warum Hunderttausende von Menschen, denen es richtig beschissen geht, die politisch verfolgt werden, die getötet werden, aus Ländern, wo Menschenrechte mit den Füßen getreten werden, warum die da alle weg wollen. Weil niemand will seine Heimat verlassen. Wenn du die ganzen Bluesmusiker im Endeffekt anschaust, glaube ich, dass da mindestens 70% von Flüchtlingen abstammen. Ne? Also, das sage ich immer als These ja irgendwo. Ja. Ich glaube eher, dass der Blues und die Empfindung Deutschland betreffend mit unserer Geschichte zu tun hat. Wir kommen aus der Tradition des deutschen Michels und nicht der Jeanne d'Arc. Das hat mit unserer Entwicklung einfach was zu tun. Wir sind Melancholiker, wir sind Bedenkenträger, wir sind, wie soll ich sagen, ein wesentlich schwermütigeres Volk. Und da, glaube ich, ist die Grundemotion, die Grundaussage des Blues, auf ein fruchtbares Feld gestoßen. Muss ich in einer bestimmten Art und Weise aussehen? Muss ich aus einer bestimmten Stadt kommen? Muss ich ein bestimmtes Alter haben? Ich halte das alles für Quatsch. Als ich angefangen habe, war ich selbstverständlich überhaupt nicht, weil ich bin Deutscher, ich bin weiß, ich komme aus Hamburg und bin 1955 geboren. Für einen Großteil der Blues-Welt ist das gar nichts. Das ist irgendwie ein Nachgespiele, eine Kopie, irgendwas völlig ohne Wert. Und was soll ich mich damit auseinandersetzen? Ich glaube nicht, dass Bluesmusik in einem selber nur dadurch entsteht, dass man leidet. Also das ist ja, das gehört sicherlich dazu und daraus entstand der Blues damals. Aber musikalisch gesehen glaube ich nicht, dass das der einzige Ursprung ist, den es da gibt. Das trägt sicherlich dazu bei. Und es ist auch in jeder Musikrichtung, finde ich, dass man das spielen muss, was man fühlt. Und aber es ist nicht nur Leid. Es ist nicht nur Leid. Die Nürnberger sagt, ah, my master is a ox. Das ist Englisch im Endeffekt. Und da ist der Blues auch drin enthalten. Die oberbayerischen Schrammelmusik und so weiter, das sind Blueserzählungen im Grunde genommen. Die werden die Geschichten so erzählt. Und ich glaube, dass gerade der Bayer ist ein exzellenter Blueser. Die Ami-Musik, halt, das war wahnsinnig wichtig, finde ich. Gerade im Jazz, Fuß gearbeitet, aber die alle da stationiert waren, diese Musik. Ich glaube, ohne dem waren wir halt nie da, wo wir heute sind. Das war wirklich eine positive Sache, finde ich. Also, das waren die besten Sachen, die jemals passiert sind in Deutschland. Hey, lieber Herrgott am Himmel drum. Wer mein Sohn noch ist nicht alles verloren, gib uns noch einen Tipp, blas uns am Marsch, wir haben unsere Seelen, sonst sind wir bei dem Arsch.
Da, 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 da.